Die Querschnitte, welche für den Brückenkörper oder die Stütze verwendet werden, können mit Variablen versehen werden. Mit diesen Variablen ist es möglich, eine variable Geometrie zu erstellen, welche über eine Tabelle oder eine Formel definiert ist. Diese Definitionen sind jederzeit anpassbar, entfernbar oder ergänzbar. Wollen wir eine Voûte erstellen, können wir die Höhe des Brückenquerschnittes variabel setzen und diesen anhand einer Tabelle definieren. Diese Tabelle kann jederzeit angepasst werden, somit sind Änderungen im Projekt in wenigen Schritten eingearbeitet. Wir können ebenfalls die Stütze mit einer Variablen erstellen, dass sie sich nach unten aufweitet. Dazu wird im Querschnitt der Stütze die Breite als Variable erstellt und über eine Tabelle den Verlauf festgelegt. Yeah.